Willkommen zu Draw Stand by Main, Deutschlands geilstem Yu-Gi-Oh! Podcast mit meiner Wenigkeit und der Creme de la Creme der Yu-Gi-Oh! Twitch-Streaming-Szene, dem Dude, dessen Blutgruppe Koffein ist, Nivska! Einen wunderschönen guten Abend oder Morgen, keine Ahnung, wann ihr auch den Bonsi hört. Es ist mir auf jeden Fall eine riesige Freude, hier mit am Start zu sein und natürlich auch mit der anderen Hälfte von Draw Stand by Main. Ich bin seine sogenannte Arbeitsfrau, wie er mich immer wieder mal betitelt, aber ich bin der Meinung, hey, ne, besser als gar nichts. Ich bin froh, an der Zitze des einzigartigen DTVs zu hängen, der Mann, der beinahe seine 10.000 Abos hat. Und es ist ein Verbrechen, wenn ihr noch nicht seinen YouTube-Kanal abonniert habt. Von dem her, auch an dich einen wunderschönen guten Abend, Dennis. Wup, wup, wup. Auf geht's in den letzten Podcast des Jahres. Nivska, führ doch mal ein in das Thema. Worum geht's? Wie lang wird das Ganze hier? Und was machen wir hier überhaupt jetzt nochmal zum letzten Podcast des Jahres? Also, wir schreiben das Ende des Jahres 2023 und wir haben einfach nur mitbekommen, es gibt ja mittlerweile so viele Yu-Gi-Oh! Podcasts, weshalb wir es gesagt haben, Leute, wir wechseln, richtig. Und zwar begrüßen wir euch jetzt zu Draw Stammer Main, dem einzig wahren Podcast über Kleintierzucht. Und zwar, Dennis, ob du es glaubst oder nicht, ich habe mir jetzt erstmal vorhin ein paar Meerschweinchen geholt. Und das wird das nächste Thema dieses Hauptpodcasts sein. Weshalb man gesagt hat, komm, es gibt schon so viele da. Warum müssen wir dort mit weiter reinarbeiten, wo schon die große Menge ist? Also, wir gehen dahin, wo noch Leute zu holen sind. Und da haben wir einfach nur beide beschlossen, da gehen wir in Zukunft rein. Quatsch, natürlich, wir reden über den großen Jahresrückblick 2023. Was hat Konami rausgemacht? Was hat Konami basically versaut? Was haben sie sehr gut gemacht? Was waren gute Sets? Oder, well, ist Yu-Gi-Oh! Für immer zerstört in diesem Jahr? Und eventuell, wie es vielleicht nächstes Jahr aussehen könnte. Wir haben hier auf einmal eine riesige Liste mit Sets, die rausgekommen sind. Und da gehen wir auch geschmeidig alles durch. Natürlich haben wir auch das ein oder andere Event, die German Open, die YCS Dortmund, irgendeine Regio, keine Ahnung. Was war für uns cool? Unsere großen Karrieresprünge innerhalb des Jahres 2023 oder was war richtig kacke? Und da würde ich auch mal sagen, gebe ich mal direkt das Zepter an den Herrn mit der Glatze ab. Als Mann von Glatze zu Glatze, sag ich mal, Glatze, sag mal, was ist bei dir los? Ja, bei mir tatsächlich gar nicht so viel, aber ich würde einfach mal direkt im Januar starten und dann hangeln wir uns, wie du es gerade auch schon angekündigt hast, von Monat zu Monat entlang und schauen einfach mal, was da so die Highlights und Beilights des Jahres waren. wir fangen im Januar an, und zwar am 19.01. mit einem Set, welches sich Amazing Defenders schimpft. Es ist zu einem Zeitpunkt rausgekommen, wo irgendwie keiner auf dieses Deckbuilding-Set Bock hatte. Zumindest hatte man damals so ein bisschen das Gefühl, weil viele der Decks oder alle drei der Decks völlig unfertig erschienen. Man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass Purli eventuell das nächste Metadeck werden könnte mit dem richtigen Support. Das ist es dann auch geworden. Klar, haben wir noch zwei weitere Deckthemen mit Mikanko und vor allen Dingen Rescue Ace. Rescue Ace, ein Deckthema, was zu Beginn alle nicht beachtet haben, inklusive meiner Wenigkeit. Ich habe damals einen Hydranten gezogen, ihn für unfassbare 6 Euro verkauft, habe mich damals sogar noch gefreut, dass ich so viel Geld für den Hydranten bekommen habe. Ja, so sah tatsächlich der Anfang des Jahres aus. Wir wissen natürlich, dass alle drei Deckthemen im Verlauf des Jahres ihre Momente hatten und vor allen Dingen auch ihre Tops erzielt haben. Nicht zuletzt auch Mikanko. Nivska, wie gefällt oder gefiel dir Amazing Defenders? Also, ich muss ja wirklich sagen, am Anfang, als Amazing Defenders rauskam, ich glaube, habe ich ein Zitat auf Twitter gesehen, das war, Zitat, Amazing Defenders, das erste Set, wo Konami kein einziges Booster von verkaufen wird. Ja, der Spruch hat so gut gereift wie Milch, muss man auch sagen. Das Problem ist, also ich fand auch Amazing Defenders, von Anfang an fand ich das Deck hot ass, wirklich komplett shit. Das Einzige, was ist, der gute, wie heißt denn das, halt hier, Set Force im Deck, wie heißt denn der nochmal hier, ich habe den Namen vergessen von dem. Der große, hier, der Turbulenzer. Genau, Turbulenzer. Die Karte war von Anfang an wirklich cracked und, was soll ich sagen, halt etwas, was so die krass Advantage machen kann, ist crazy. Ich habe sogar das Deck in meinem Stream gespielt ohne den Support, also noch bevor hier Rescue rauskam. Und da fand ich das Deck gar nicht scheiße, wenn ich ehrlich bin. Aber abgesehen davon so krass, also mich hat halt damals auch durch die meiste Zeit nur Gozen Match irgendwie durchgecarried, was man jetzt halt auch sagen muss. Und Purili war auch von Anfang an, sagen wir mal, ass, to say the least. Und ja. Also so wirklich gut war nichts davon am Anfang. Und alle haben gedacht, ja, nee, Amazing Defenders ist ein absolutes Shitset. Davon ging nichts davon Kohle am Anfang. Und ich habe selber, glaube ich mal,
irgendwie, ich habe selber ein Display davon aufgemacht oder sowas. Ich weiß nicht, wie. Ich glaube, da hatte ich noch einen Sponsor, bin mir nicht sicher. Und der hat mir so ein Ding zukommen lassen. Habe ich aufgerissen, habe gedacht, wow, nice, it's worthless. Und das war's halt auch. das ist wirklich Amazing Defenders. Also Start haben alle gedacht, es ist Klopapier. Und Gott, lagen wir falsch. Ja, so ist es. Also Poli war, glaube ich, ich sag mal so 2 Wochen lang günstig. Ich hatte damals noch überlegt zu kaufen, habe zu lange überlegt und auf einmal ging jede Ultra Rare, die man zufälligerweise auch auf 3 in dem Deck-Thema spielt, irgendwie 20 Euro plus. Und dann dachte ich mir, ach komm, weißt du was, ist geschenkt, muss ich skippen, ist leider wie es ist. Ein weiteres Deck-Thema, was ich überspringe. Aber ja, Amazing Defenders ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gealtert. Wir sehen also alle 3 Deck-Themen tatsächlich in der Meta irgendwie zu Hause. Bei Mikanko jetzt nach der letzten Banlist, zu der wir zum Ende des Videos auf jeden Fall, oder zum Ende des Podcasts auf jeden Fall kommen, weiß ich nicht, ob Mikanko noch so viel macht ohne Isolde, aber ich möchte nicht zu viel vorweggreifen. Ja. Ich würde einfach mal sagen, So viel zum Anfang her, was wir hatten. Also, Spoiler, wir lagen alle falsch, was Amazing Defenders betrifft. Aber bevor wir jetzt ja weiter mit den Sets machen, mir fällt gerade noch spontan eine Frage ein. Weißt du eigentlich, mit wie vielen YouTube-Abos du das Jahr angefangen hast? Boah, sehr geile Frage. War, ich glaube, mit 2.500 weniger oder so. Ich glaube, um die 7.000 oder sowas in dem Dreh. Müsste ich mal parallel gucken, weißt du das? Bei mir, also ich bin ja jetzt gerade, hänge ich irgendwo bei den 8.000 rum. Ich glaube, so, hab über das Jahr, glaube ich, 4.000 Abos gemacht. Also ich bin entweder mit 3 oder 4.000 bin ich in das Jahr rein, irgendwie sowas. Ja, du hast auf jeden Fall gut Abos gefarmt, weil wir natürlich zu Beginn des Jahres Shorts. Shorts. Wir haben gemeinsam auch unter allen YouTubern die Informationen gestreut, wer keine Shorts ballert in diesem Jahr, der bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Und ja, das hat man dann auch bei allen YouTubern gesehen, weil es war so ein bisschen die, was ich immer mache zum Ende des Jahres, mir so ein bisschen YouTube-Algorithmen, Trends fürs nächste Jahr, die kommen werden, anschauen. Und da war Shorts. Und auch wenn man nicht das große Geld mit Shorts verdient, gar keins, ja, nee, Spoiler, egal wie viele Klicks man erzielt, also selbst wenn es 1 Million Klicks sind, dann sind es am Ende vielleicht 15 Euro oder so. Aber man kommt halt so öfter in die Rotation und mehr Leute werden auf einen aufmerksam und so zieht man natürlich viel, viel mehr Leute auf seinen Kanal und ich glaube, dein großer Bonus war auf jeden Fall Shorts am Anfang des Jahres. Ich habe irgendwann sehr, sehr nachgelassen, ja, ja. Aber bei dir war gefühlt, da gab es ein paar Monate, da kam täglich ein Short. Das war auf jeden Fall sehr gut. Ich habe exakt 2 Monate, wo ich nicht viel gemacht habe. Ansonsten habe ich 10 Monate am Stück fast jeden Tag einen Short rausgehauen. Also ich kann wirklich sagen, ich bin 2023 der YouTuber in Deutschland gewesen, wenn nicht sogar weltweit, der am meisten Content gepumpt hat. Wenn du einfach nur Shorts mit reinnimmst. Ja, also definitiv. Neben Twitch und YouTube dann auch noch die Shorts plus natürlich dein Instagram-Tagebuch. Auf jeden Fall Hut ab dafür. Ja, ich sehe es hier gerade mit ungefähr 7.000 bin ich reingestartet, ja. Da hast du nur 2.000 Abos gemacht? Na, ich hatte, was man nicht vergessen darf, wann war das? April, Mai, wo ich 2 Monate lang gar nichts gemacht habe, auch eine Auszeit genommen habe. Genau, das heißt, ja, das hat auf jeden Fall schon gut wehgetan. Klar, jetzt zum Ende des Jahres mit ein bisschen Banlist-Content hätte man auch noch ein bisschen was farmen können. Habe ich auch nicht gemacht, weil zu dem Zeitpunkt, als die Banlist erschien, war ich, keine Ahnung, ich glaube in Paris oder so. Ja, ich habe ein bisschen was liegen lassen aufgrund Abwesenheit, sage ich mal. Und es ist wie das. Und dafür wird aber 2024 um einiges intensiver. Das habe ich mir zumindest vorgenommen. Okay, ja, einfach nur, dass unser gerade so hinter den Kulissen ist. Mal gucken, ob ich es auch hinkriege, weiter in diesen Shorts-Ding hochzuhalten, damit ich genauso viel pumpen kann. Anyway, ja, so viel einfach nur mal zu uns als persönlich. Aber ich würde es nochmal sagen, auf uns persönlich gehen wir nochmal gegen Ende des Podcasts rein. Jetzt wollen wir erstmal in das Jahr 2023, natürlich wie wir angefangen hatten. Und jetzt gehen wir erstmal in den Yugi-Kosmos rein. Wie wir schon gesagt haben, 20. Januar, damals Release Amazing Defenders. Haben wir schon am Anfang ein bisschen Pupu, haben wir gedacht, musste jetzt nicht unbedingt rein investieren. Keine von dem Decks lohnt sich. Aber dann kam aber schon am 10. Februar der erste Killer des Jahres. Und zwar, naja, Photon Hypernova. Und wer sich noch an dieses wunderschöne Set erinnert, Photon Hypernova hat, well, a Rise Heart mit reingebracht. Und jetzt ist die Frage, war das gut oder war das schlecht?
Ja, also wenn man sich vor allen Dingen, Shoutouts geht an dieser Stelle raus an den guten Kollegen Albertin, der so eine die Decks, die getoppt haben, Zusammenfassung rausgehauen hat, der sieht sehr, sehr stark, dass Kashtira durch den neuen Support inklusive Arise hat auf jeden Fall die Top-Tables dominiert hat. Und alle haben gekotzt. Das ist ein Shifter auf zwei Beinen. Ich glaube wahrscheinlich, wenn man eine Top 10 der nervigsten Karten machen müsste für dieses Jahr, wäre auf Rise hat auf jeden Fall unter den Top 3. Unfassbar anstrengend und nervig gewesen. Hat vor allen Dingen auch eine ganze Bandbreite an Decks ausgeschaltet, die halt hauptsächlich über den Friedhof spielen. Und das war natürlich extrem schmerzhaft für die Yu-Gi-Oh! Community, außer für all diejenigen, die Kashtira geil fanden. Ja, also Kashtira war sehr, sehr toxisch. Wir kamen ja erst aus einem Tier-0-Format, was so viele Leute ja geliebt haben, weil, dürft ihr nicht vergessen, gegen Ende 22 war ja hier das geliebte Tier-Elements-Format. Tier-0, die ganzen Pro-Player, jeder, der ein bisschen gut ist, der hat ja geschwärmt, wie geil das war, wie geil interaktiv das war. Und jetzt bist du von dem Tier-Element-Format bis halt in ein Format rein, was uninteraktiver fast nicht geht. Wenn das Bossmonster von dir halt ein Floodgate ist, was sagt basically, ja, scheiß erstmal auf 50% deiner Game-Mechanik. Entweder du spielst halt Exorcister oder du spielst das Mirror Match oder du bist gebumst. Und ich glaube auch, dass Kashtira Mirror Match war jetzt auch nicht so geil, dass die Leute auch davon geschwärmt haben. Also jetzt hier, er hat eines der besten Decks, die es gab, mit Runde rausgebracht, aber war auch wirklich extremst ass dagegen zu spielen. Und was wahrscheinlich mittlerweile auch die meisten verdrängt haben, du wahrscheinlich auch, zu Beginn des Jahres war, ich sag mal, der Arise hat noch das geringere Problem. Das größere Problem war Nummer 89, Diablosis Mindhacker Motherfucker. Oh denn Gott, ja. Das ganze Board wurde quasi als du darfst nicht spielen Zone deklariert, indem Diablosis in Zusammenarbeit mit hier dem Arise hat und wie heißt diese Shangri-La, einfach dir gesagt hat, nö, die Zone darfst du nicht benutzen, die Zone nicht, ach, übrigens gar keine der Zonen, wo man eine Karte reinspielen würde, darf benutzt werden. Und das ist natürlich, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, Konami. Aber da gab es ja dann, ich greife mal kurz vorweg, irgendwann, Ende diesen Jahres, gab es ja dann eine Konferenz oder beziehungsweise hier dieses, Aktienholder-Zusammenkunft, ja, ja, ja. Wo dann quasi mit dem Konami, also sozusagen mit dem Zeigefinger auf Konami gezeigt wurde und gesagt wurde, ey, das Spiel ist absolut nicht interaktiv. Was soll der Quatsch? Es macht keinen Spaß zuzugucken, es macht keinen Spaß zu spielen. Wir kriegen alle Master-Duel-Spieler nicht ins Yu-Gi-Oh! TCG. Die, die das Yu-Gi-Oh! TCG anfangen, die hören relativ schnell wieder auf, genau aus diesen Gründen. Und ja, also Reisard plus diese ganze du darfst nicht spielen Geschichte ist natürlich ein Teil dessen, warum es dann diese Kritik am Konami-Konzern gab. Aber ja, zurück zu Photon Hypernova. Ja, aber da gab es doch, wenn ich noch kurz da, dieses YCS, dieses eine Stream, das Feature-Match, wo der eine auf Brandon einen kompletten Zone-Lock gefressen hat. Sah auch sehr, sehr toll aus, hat die Leute wirklich begeistert. Weshalb man sagen, echt, Kashtira, du hast nicht Not getan. War ein sehr, sehr stronges Deck, war aber auch eines der uninteraktivsten Decks dagegen zu spielen. Also gegen Kash spielen war echt scheiße, hat echt keinen Spaß gemacht. Wenn wir es noch auf eine Karte nochmal kurz einsprechen wollen, natürlich hatte das Set auch eines der besten Staples, die jemals geprintet wurden, mit vorangebracht, und zwar, well, Triple Tactics Thrust. Thrust, bis heute legendär gute Karte, sieht man immer wieder mal Play. Basically sagt die Karte, sucht dir einmal alles aus dem kompletten Game raus. Und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, wir haben noch einmal Support für Labyrinth gehabt, was jetzt bis heute auch noch wahrscheinlich das beste Deck aktuell im Format ist. Ja, Big Welcome Labyrinth ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gealtert. Immer wieder Ups und Downs, auch preistechnisch gehabt. Und ja, Triple Tactics Trust seit Anfang des Jahres mit die konstanteste Karte im Preis. Immer so in der Range zwischen, ich glaube, das niedrigste waren so um die 50 Euro, das höchste so um die 75. Und immer so in dem Bereich bewegte sich diese Karte in der Regel bei so um die 65 Euro. So ein kleiner Market Watch Rückblick am Rande. Thrust ist auf jeden Fall ein Reprint, den wir alle erwarten und erhoffen. Allerdings. Hallo, sie hatten einen Reprint. Genau, ein Ultimate Rare. Danke dafür, Konami. Ja. Ich wollte es gerade sagen. Also, ich weiß nicht, wo euer Problem ist. Ja, wird auf jeden Fall ein guter Selling Point für die TIN 2024 werden. Definitiv. Oder halt irgendwie wieder so ein Sideset. Aber war das nicht auch irgendwie um einen Zeitrahmen rum,
Photon Hypernova. Ich glaube, da kam die Bandit schon raus und hat Tierlament gekillt. Weil, ich glaube, das war, wenn ich mich richtig erinnere, ich sehe jetzt gerade die Karte, wie heißt sie denn? Gravekeeper's Inscription. Ja. War das nicht das eine Event, wo noch Tier 0 war? Haben alle Gravekeeper's Inscription gespielt. Dann war das Event vorbei, ne? Und kurz daraufhin müsste das auch die Zeit gewesen sein, wo du in London warst, oder? Bei der 250. So ist es. Genau. Und hast stimmt, das war dieses Jahr. Ja, ja. Und da hast du auch deinen besten Freund kennengelernt. Ja, genau. ja, ich hatte, genau, kurz mal zu London, wenn du schon drauf ansprichst. War auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Experience, hat mega viel Spaß gemacht. Ich bin der englischen Sprache mächtig, deswegen war es für mich gar kein Problem, in englischer Sprache irgendwie zu spielen und zu performen. Teilweise hat es sich sogar einfacher angefühlt, was sehr gut war, meiner Meinung nach, dass meine Spielkarten auf Deutsch waren. So gab es den einen oder anderen spanischen oder italienischen Spieler, der sich die Karten zwar durchlesen wollte, aber dann mit der Hand abgewunken hat und gesagt hat, ach komm, ich glaub dem jetzt einfach mal. Ich habe Trap Tricks tatsächlich gespielt, bin 4-4-1 gegangen, hätte wahrscheinlich 5-4-0 gehen können, aber im letzten Duell war dann auch die Puste raus, war nicht mehr konzentriert, wollte einfach nur, dass es zu Ende geht. Genau, und da bin ich dann tatsächlich in Runde 3 auf meinen besten, also bis jetzt immer noch besten Yu-Gi-Oh!-Freund getroffen. lange Geschichte, wer wissen will, was da passiert ist, der kramt mal in den alten Yu-Gi-Oh!-Podcast, da werdet ihr fündig. Es war eine verschollene Episode, die ist aber mittlerweile, glaube ich, wieder live, ne? Genau so ist es. Die verschollene Episode ist wieder live. Ja, da ist auf jeden Fall so ein bisschen was passiert. Aber ist auch egal, ich bin nicht nachtragend und möchte auch nicht nachtreten. Aber wenn ich mal wieder die Möglichkeit dazu habe, kann ich es tun. Du bist der Erste, der lacht und grinst, wenn der Typ gerade Scheiße frisst irgendwo. Also wirklich. Ja, das stimmt allerdings. So, Alter, Banlist, ganz kurz, aufgepasst. Ich ratter mal schnell durch, damit wir wissen, was passiert ist. Artefakt Sense wurde verboten, viel zu spät. Barrierenstatue der Sturmwinde wurde verboten. Danke, lieber Yu-Gi-Oh! Gott. Trinklage Kid Kalos verboten. Sprite Elfe verboten. Alleine schon zwei extrem harte Hits für Tierlements. Agido auf 1, Kelberg auf 1, Keldor auf 1, Mudura auf 1, Trinklage Hafnis auf 1, Merli auf 1, Shiren auf 1, Antiker Feendrache war verboten, kam wieder zurück auf 1, hat keinen Menschen gejuckt. Destrudo auf 3, Dienerin von Endymion, hat dich gefreut wahrscheinlich, zurück also auf 3. War okay, oder? Naja, ich sag so, es ist, man braucht mehr als Endymion, die kannst du auf 1 stellen. Dann haben wir Jet Synchron auf 3 zurückbekommen. Mecha, Phantom, Ungeheuer, Löwon, wahrer König, Lithos Sargim des Desasters, Yara Garasu auf 3 und Spioral Resort. Genau, Jet Synchron und Mecha, Phantom, Beast, O-Lion haben wir zurückbekommen, weil ich glaube, in der Banlist davor hier der Hulk die Firebreaks gegangen ist. Bin mir gerade nicht sicher, aber irgendwie so erkläre ich mir gerade da. Ich glaube, der war schon länger weg. Bin mir aber auch nicht sicher. Okay, ja, so viel dazu. Und dann hatten wir auch nochmal am 24. Februar, haben wir noch gerade über deinen Diskurs geredet, hatten wir auch das Structure Deck Trap Tricks. Das war, glaube ich, so dein Highlight des Jahres. Ja, definitiv. War ein sehr, sehr gutes Structure Deck. Vor allen Dingen, was ich gut fand an dem Structure Deck, war, dass du auch jede Menge Extra Deck Monster bekommen hast. In der Regel war es ja immer so irgendwie so 2-3 Extra Deck Monster und dann weiter so. Aber du konntest das Deck auf 3 kaufen, also das 3 Structure Decks kaufen und du hattest ein spielbares Deck. Du hattest jede relevante Karte auf 3 zur Verfügung und das war tatsächlich sehr, sehr geil. Klar musste man zu dem Zeitpunkt noch Topf des Wohlstands, Labarababa und so weiter und so fort, ne, klar. Aber grundsätzlich muss man sagen, 3-mal gekauft, kannst du genau so spielen und das fand ich, war tatsächlich sehr, sehr geil. Und bevor wir mit dem nächsten Produkt weitermachen, möchte ich nochmal ganz kurz auf ein Produkt von Konami zurückblicken und dich an dieser Stelle fragen, ob du es gekauft hast. Und zwar den Adidas Original X Yu-Gi-Oh! mit der Dark Magician Adidas Stamp-Karte. Hast du dir diesen wunderschönen Schuh zugelegt? Also, ich sag dir, wie es ist. Ich habe keine Ahnung, für wen Konami dieses Produkt rausgebracht hat. Weil viele Yu-Gi-Spieler sind jetzt nicht unbedingt sportlich unterwegs, dass sie Sportschuhe brauchen, meiner Erfahrung nach. Ich guck an mir herab, ich habe dich gesehen, ich habe die meisten meiner YouTube-Kollegen gesehen. Also, nee, cannot confirm.
Ich habe keine Ahnung, für wen das ist legit. Also das ist, also Konami hat dieses Jahr schon immer wieder mal versucht, Sammelbedinger rauszubringen, da ich, wo ich nicht raffe, aber wirklich nicht raffe, für wen produzieren sie das? Und dann frage ich mir halt auch noch als Part 2 zu dieser Frage, wer ist denn so dumm und kauft das Zeug eigentlich? Weißt du, also, I don't know. Ich verstehe Collector einfach nicht. Ja, und vor allen Dingen war das auch wieder ein Flop, muss man tatsächlich sagen, weil der Blue-Eyes-Schuh, der kam ja Ende 2022 raus, der ging durch die Decke und auch auf dem Zweitmarkt ging der für gutes Geld über den Ladentisch. Der neue mit dem Dark Magician Design, der ging zwar schnell über den Ladentisch, aber irgendwie wollte den dann auf dem Zweitmarkt keiner haben. Ich habe auch einen guten Kumpel, der hat sich den auch rangeholt, so, weil er Glück hatte, irgendwie die Hände dran zu bekommen. Der saß, glaube ich, ein Dreivierteljahr auf dem Schuh und kein Schwein wollte den haben, bis er dann den Preis extrem reduziert hatte. Für wie viel also, ist denn losgebaut? Ich weiß es nicht mehr, 200, ein paar zerquetschte oder so, also für nicht viel mehr, ich glaube, er hat 50 Euro plus am Ende gemacht, das habe ich noch im Kopf, also das ist halt wirklich so schwach, klar, der Dark Magician mit dem Adidas-Stamp, so eine einmalige Karte, aber ganz ehrlich, Konami hat im letzten und im Jahr zuvor Dark Magician und Blue Eyes so tot geprintet, in 7 Millionen Raritäten, Stamps, geknickt, nicht geknickt, Platinum, Ultimatum, hier, wie heißt diese Platin Super Edition, auch so ein Flop des Jahres, wenn wir schon bei den Collectibles sind, komm, die Frühstücken waren mal direkt hier ab, das Ding, also der Blue Eyes, der ging noch gut über den Ladentisch, hab auch einen Kumpel, der hat einen für 1000 gekauft, für 4000 verkauft, GG an dieser Stelle, aber dann gab's noch den Dark Magician, dieser Platinum Edition. Da haben sie ja ewig auf Twitter, Leute, es sind nicht mehr viele da. So einen Monat schnell zugreifen. Wir haben fast keine mehr da. Sie reißen uns alle aus der Hände und das sind 30 Tage am Stück. Täglich. Das Ding war so schlecht. Vor allen Dingen war es auch teurer als der Blue Eyes. Ne? Der Blue Eyes ging für 1000 und der Dark Magician für 1300. Und ich denke mir, was ist denn das für eine Inflation? Also was ist denn da überhaupt passiert, dass das Ding jetzt 1300 kosten muss? Also fand ich schon sehr, sehr frech an der Stelle. Also einfach ein sehr... Ja, ich würde jetzt nicht sagen, unnötiges Collectible ist wahrscheinlich nicht, weil in 20 Jahren freust du dich drüber, dass du das Ding in der Vitrine stehen hast und es auf einmal den zehnfachen Wert hat. Aber, keine Ahnung, ja, ich weiß es nicht. Und genauso schlimm, 1400 lese ich hier gerade im Chat, dankeschön, hat das Ding gekostet. Und genauso schlimm, damit sozusagen mit eines der letzten Collectibles, die sie, ich glaube, für dieses Jahr, oder war das letzten, doch jetzt konnte man das vorbestellen, zum Ende des Jahres, diese drei ägyptischen Götterkarten, die aussehen wie vom polnischen, also Polen-Fake-Market-Karten, so. Okay, ja, das kann halt auch so wirklich nicht jeder nachvollziehen, but hey, ne, it's Konami Product, I guess. Ja, Konami ist sehr, sehr strange gewesen in diesem Jahr mit ihren Products und alles mögliche. Also vor allem die Collectibles, die waren Hot Garbage zu einem großen Anteil, aber was soll man machen? Ja, dann haben wir einmal hier das gehabt und dann gehen wir aber schon so langsam in die nächste Richtung von dem nächsten Produkt. Und zwar, ey, wusstet ihr übrigens, Yugi Kaiba... TCG Legendary Collection, Quarter Century. Toll. Also haben sie nicht nur versucht, Nostalgie zu melken, sondern die haben den ganz alten Scheiß nochmal versucht zu melken. Und das muss ich aber auch sagen, das war ein Produkt, was eigentlich auch ziemlich gut ankam. Also im zweiten Quartal haben sie vor allem diese Box released, wo du einmal nochmal diese ganzen alten Booster drin haben konntest. Dabei war noch, glaube ich, Quarter Century hier, aber hier die Anime... Karten jemals dazu, Ra Obelisk Slifer. Ich weiß nicht, ob Dark Magician auch noch mit drin war, kann ich mich glaube ich, nee, war glaube ich nicht drin, das haben sie erst in der Tin reingehauen mit zusammen. Und auf jeden Fall, ja, dann konntest du so eine Box holen, mit dem ganz alten Scheiß. Und ich muss jetzt halt auch sagen, ich habe keine Ahnung, für wem dieses Produkt ist. Vielleicht bin ich einfach zu krass Meta oder zu sehr im Modernen und vielleicht finde ich einfach nur den Anime zu scheiße oder ich bin halt einfach kein Nostalgiker, muss ich jetzt halt auch sagen. Aber ich finde dieses Produkt, ja, hat sich anscheinend gut verkauft, ich verstehe es nicht warum, ganz alter Kram. Ja, also ich hab's einmal aufgemacht und war irgendwie ja genauso wenig begeistert, wie ich es vorhergesehen habe.
Aber dafür der Sohn von einem Kumpel von mir, der hat sich sehr drüber gefreut. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es eine Box für Kiddies. Keine Ahnung, die immer noch sagen, ey, Exodia oder ey, die drei Götterkarten. Keine Ahnung, die, wie es aussieht, immer noch bekannt und beliebt sind. So, ich weiß gar nicht, wie alt der Kurze ist. 8, 9 Jahre alt oder sowas. Keine Ahnung, sieht aus wie 35. Ich weiß es nicht mehr. und der, ja, in Berlin ist, irgendwo weiß zwischen 8 und 35, man weiß es nicht. Ist es ein Kind oder ist es ein sehr, sehr kleiner Heroinabhängiger? Also, we don't know. Du weißt, die Berliner Straßen sind sehr hart, von daher weißt du, man altert sehr, sehr schnell. Auf jeden Fall, er hat sich über dieses Produkt sehr gefreut. Klar, und zusammen mit dem Produkt kamen natürlich auch die Reprints der vier oder fünf ersten Yu-Gi-Oh!-Sets raus in der 25th Anniversary Edition. Ja, keine Ahnung. Können wir skippen, so. Wir wissen alle, was drin ist. Ey, genau, Dark Magician, Blue Eyes, alte Karten, Nostalgie, Black Luster Soldier, Labarababa, haben wir alle schon oft genug drüber gesprochen. Ja, außer du hast noch irgendeinen geistreichen und... Und zwar sind nicht nur die Götterkarten drin gewesen, die sie gerade aus dem Chat, sondern da hast du auch die ganzen Monster von den Typen gehabt. Zum Beispiel, du hast Red Eyes, Blue Eyes war mit drin. Nee, ich glaube, Blue Eyes wurde nicht gereprintet in Quarter Century. Aber du hast Red Eyes war drin, Dark Magician wurde mit drin und du hast nur die Quarter mit drin gehabt. Das konntest du auch noch aus der Box rausziehen. Das war jetzt aber so viel geistreich und ich habe aber auch kein Interesse mehr, wirklich über dieses Produkt zu reden. Ich bin echt kein Fan von dem Produkt gewesen. Punkt, kurz gesagt. Nee, ich freue mich jetzt schon auf die 30th Anniversary. Ja, der gleiche Scheiß. Of Chaos. Ja, finde ich super. Leute, wisst ihr noch, Blue Eyes. Ob ihr es. Bevor jetzt schon die Kommentare kommen mit, oh, also ich mochte das Produkt. Ja, du darfst dieses Produkt gerne enjoyen. Da haben wir kein Problem damit. Nur wir beide hängen halt so in dieser Materie drin und ab einem gewissen Punkt, wenn Konami wieder um die Tür kommt und macht Klingelingeling, guck mal, Dark Magician, dann sind wir beide einfach genervt, weil wir halt mit dem Rotz unser Geld halt verdienen und irgendwann mal, wenn du halt so zugeschüttet wirst, kannst du es nicht mehr sehen. Mittlerweile wirklich. Also ich hab's am Anfang, dachte ich mir, geil, weil ich hatte noch damals ein Dark Magician Deck und dachte mir, ey, cool, dass die alte Decks noch supporten und neuer Support rauskommt. Mittlerweile in Jahr 3 meiner Yu-Gi-Tuber-Schaft und in Jahr 3 des intensiven Spielens, ja, ich habe Ende 2019 habe ich angefangen, ja, okay, was denn da, warte mal, 2020, 21, 22, 23, ja, 4 jetzt schon, okay. Ich kann es nicht mehr sehen, sorry. Also ich, keine Ahnung, ich habe die Schnauze echt voll davon, dass die immer noch mit Dark und Yugi Yami und so, klar, das ist deren Maskottchen wie die Mickey Mouse bei Disney, aber ey, kann's mir, ey, keine Ahnung, ich lasse es, aber weil wir, pass auf, ein Set, was wir gerade mal ganz flott übersprungen haben, weil wir gerade natürlich über Götter und Götter-Support sprechen, ist Maze of Memories gewesen. Ja, toll, Maze of Memories, was hat uns das gebracht? Ich glaube nur Torwächter. Diesen Gäste und diesen Axel Synchro Stardust Dragon, das war's. Stimmt, Excel Synchro Stardust Dragon. Ja, und jetzt kommen wir auch so langsam in ein Format rein. Aber warum wird Excel Synchro Stardust Dragon gleich wichtig? Also, übrigens für alle da draußen, Gate Guardian ist scheiße. Lohnt sich nicht drüber zu reden. Punkt. Ende der Aufzählung. wir gehen direkt einmal weiter. Und zwar, wir haben danach unser nächstes Mainset. Der 5. Mai kam raus, Cyberstorm Axis. Und Cyberstorm Axis hat im Endeffekt das komplette Format in dem Fall für sich geshaped. Weil wir haben mit Cyberstorm Axis haben wir einmal den Mananium Archetype zu uns ins TCG reinbekommen, wo ich Vollgas reingepayt habe. Ich habe mir auch damals die drei Visa Starfrist in Starlight aus dem Set geholt. Wir haben jetzt aber noch weiter gucken. Was haben wir denn noch in diesem Cyberstorm Axis gehabt? Wir haben da Spaßkarten mit drin gehabt, wie Albion the Sanctifier Dragon. Und ab da wurde, muss ich auch sagen, branded erst richtig cool. Because du konntest einfach sagen, ich spiele Singleplayer. Dann mit dem Set wurde auch Purelimeter. Dann haben wir aber auch nochmal etwas reinbekommen, was das Format richtig, richtig scheiße gemacht hat. Also das Format nach Sayek war fürchterlich. Und zwar haben wir, ich zitiere, Super Heavy Samurai, das Arschloch Prodigy Wakaoshi. Super Heavy Samurai war eine legitime Strategie. Wer das Format nicht gespielt hat, erstens, Gratulation, du hast mit deiner Zeit wesentlich was Sinnvolles angefangen als wir anderen. Zweitens, das Format bestand daraus, dass Super Heavy Samurai auf eine One-Card-Combo, basically was? Spellcancler, 4 Apo Negates und irgendwie nochmal Baron. Baron, Spellcancler, Apo für 4. Und ja, konntest du Vollgas knicken. Das heißt, die haben sogar um Dark Ruler rumgespielt. Das war ein Format, das war so spaßig.
entweder du hattest Kauz und Schlossvogel auf der Schartand oder du hast einfach gesagt, cool, ich fick mich mal ins Knie. Dazwischen gab es nichts. Es war wirklich nur das. Es hat wirklich keinen Spaß gemacht. So diese zwei Wochen, wo das legal war, bis eine neue Bandis rauskam. Ja, yep, würde ich genauso unterschreiben. Aber ansonsten ist das Set, wobei, nee, da war schon, warte mal, war denn da war noch ein bisschen mehr drin. Ja, okay, Quem war auch mit drin. Also ich überlege gerade, wie gut das Set gealtert ist und was da quasi noch an Value gehalten hat, wenn wir mal ganz kurz auf die Preise gucken. Chaos Angel, klar, Quem auf jeden Fall immer noch, der Disparter, der dann wirklich nur noch stetig gestiegen stattgefallen ist. Das ganze Manadium-Zeug aus irgendeinem Grund gedroppt. Ja, klar, weil es dann irgendwann nicht mehr so viel Play gesehen hat, aus Gründen. Und ansonsten war es das tatsächlich von den zu erwähnenden Karten. Es gab mal für einen ganz, ganz kurzen Moment einen Hype zu Time Tearing Morganite. Eine Karte, die viele Effekte hat, aber eine Downside. Du darfst keine Monster, genau, du darfst keine Monster-Effekte mehr in der Hand aktivieren. Aber ansonsten war da wirklich nicht viel mehr drin, worüber man jetzt noch so spricht. Also was ist vor allem in diesem Set mit drin? Weil hatten wir wieder einen TCG-Exclusive Archetype mit Gold Pride. Am Anfang hat man das noch ein bisschen mit Punk rumgekorbt, war es nicht so geil von The Get-Go, aber es wurde später als nochmal Support bekommen, weshalb Gold Pride in meinen Augen immer noch ein stabiles Deck ist. Wir haben den neuen Firewall Link 6 bekommen, den habe ich in Draco Slayer schön gespielt, fand ich richtig toll. In anderen Decks finde ich die Karte kacke, aber in Draco Slayer ist so cool. Und dann haben wir halt, wie gesagt, noch Manadium. By the way, da hat es auch das angefangen mit Manadium. Und ich habe mir alles in Max Rare geholt. Und das muss ich auch schon kurz hier eines sagen. Gott, Konami, ihr geht mir auf die Nüsse. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn ihr einen neuen Archetype rausbringt und ihr diesen Archetype erst im Verlauf von 3 Sets playable macht. Ja, das ist tatsächlich ein... Klar, das ist ein Schachzug, damit man sich die 3 darauffolgenden Sets auch noch kauft, aber Konami... Es ist so ass. Da kaufst du dir Karten und sagst, boah, in 9 Monaten ist das bestimmt gut. Wirklich, da kriegst du ein Raster, Das geht mir aktuell so mit Diabelsa Snake Eye. Ich habe ja alles da. Ja. Überlege es aber tatsächlich an dieser Stelle auch schon wieder zu verkaufen, weil es... Also ich wusste, dass mit dem richtigen Support, also ich hatte eh das Gefühl, dass es, ich springe jetzt gerade zum Ende des Jahres, aber ist mir auch egal. Ich hatte eh das Gefühl, dass das erstens ein neuer Lore wird, der Beginn eines neuen Lores. Und ich glaube, ich habe recht, vor allen Dingen auch die Goblin Rider Karten, die sind ja auch in diesem Lore irgendwie mit drin. Das heißt, wir haben dann damit schon mehr oder weniger 3 Deckthemen mit Snake Eye, Diabelsa oder Sinful Spoil und Goblin Rider, da kommt bestimmt auch noch mehr. Das heißt, ich hatte eh schon so ein richtig gutes Gefühl. Aber ich muss einfach zu lange warten, bis ich das Deck, so wie ich es spielen wollte, und zwar pur spielen kann. Denn erst im Februar, das heißt, da sind 4 Monate irgendwie dazwischen, kommt quasi weiterer Support, wo man dann das Deck Full Power spielen kann. Und jetzt kommen wir zu einem Moment, wo die Karten so unfassbar teuer sind, dass es schön blöd wäre, diese nicht zu verkaufen. On top spielt jeder, ausnahmslos gefühlt jeder, irgendwas mit Diabelsa, Sinful Spoil, Snake Eye Shit. Und damit wird für mich ein Deck wieder sofort unattraktiv. Also, wie ist denn das bei dir? Wenn sich alle auf ein Deck stürzen, hast du dann noch Bock, das Deck weiterzuspielen? Oder kramst du dann wieder in deiner Pendulum-Kartenbox? Das war ja genau das, was ich auch hatte. Ich hatte ja auch Manadium. Ich habe Manadium besessen. Und kaum wurde Manadium viable, habe ich ja das Deck weggehauen. Einfach nur, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt zu lange gewartet. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Jetzt spielt's jeder. Ich bin raus. Bei mir exakt das gleiche, wobei ich jetzt gerade eine Ausnahme habe, weil ich spiele gerade irgendwie Sinful Spoil, aber ich spiele es halt in Kombination mit Horus, also doppelt teuer. Aktuell, wer fragt, ich spiele gerade aktuell Sinful Spoils, Horus, Fire King Volcanic, 60 Karten. Wild. Ja, ich weiß, wild, und der Haufen, der macht so Bock. Ich verstehe deine Aussage aber komplett, wenn es jeder spielt. Also wenn es halt auch wirklich mir zu viele das ist und ich wirklich auf dem Deck keinen Bock mehr habe, dann tue ich wieder pendeln, weil ich weiß, wenn auf eines da draußen Verlass ist, ich werde immer der einzige Pendelspieler auf irgendeinem Local sein. Also, wenn ich auf ein Local gehe, egal wohin, zu 90% bin ich der einzige Pendelspieler. Ja, definitiv. Also, damit kann ich auch wieder gerne sagen, ich bin so individuell und alle möglichen.
Ja, jetzt aber nochmal zurück zu Cyberstorm Access. Jetzt können wir nochmal kurz alles durch, aber ich glaube, da war jetzt auch nichts mehr Großartiges an Nennenswertes mit drin. Wie gesagt, das Format war furchtbar. Aber wir haben ja auch dann kurz nach der Box, als sie rauskam, 2 Wochen später eine Bannis bekommen. Und Gott sei Dank wurde auch schon vieles direkt wieder geregelt. Indem wir auch schon eine Bann von der Super Heavy Scarecrow, glaube ich, gekommen haben. Der wurde, glaube ich, irgendwie so nach 2 Wochen gebannt. Ja. Dann haben wir Purili hat nochmal einen Hit abbekommen in der Richtung, ich weiß nicht, hast du gerade die Banlist von dort da? Habe ich offen, ich kann es mal runterrattern. Mach mal. Gültig ab dem 5.6. bis zum 24.9. Cyberstein wurde gebannt, weil da gab es irgendeine ekelhafte Combo, wo man irgendwie mit Cyberstein irgendwas, der war doch auch Stufe 2, der Kollege, genau, irgendwann rauskriegen konnte. Dann Nummer 89, der bloßeste Gedankenhacker gebannt. Möchte ich nur mal kurz einhaken. Erinnerst du dich noch, wo wir gesagt haben, Ban Diablosis und Kashtira ist voll okay? Gott, waren wir dumm. Das stimmt. Ey, Arisa, das ist wirklich so ein Powerhouse gewesen. So krass. Mach weiter. Ernenner des Roten Lotus gebannt, ja, war auf 1 jetzt gebannt, hat, ja, zu absolut recht. Und dann die markierte Austreibung, sprich die Fallenkarte, mit der man im gegnerischen Spielzug dem Gegner den Gimmick Puppet Lock legen konnte. Aber hey, alles halb so wild. Wir haben ja den Sanctifier Dragon bekommen. Same shit. Und deswegen war es kein wirklicher Hit für Branded. Nee, und dann haben wir auf 1, pass auf, Blaster, Drachenherrscher, der ist in Infernus, oh. Mathemac-Kreis, oder? Mhm. Psi-Hüllenpanzer Gamma war auf jeden Fall ein interessanter Hit, mit dem keiner gerechnet hat. War allerdings zu dem Zeitpunkt sehr, sehr sinnvoll, denn hat nicht nur den Negate und Destroyed verursacht, nein, hat on top auch Excel noch Synchro-Plays. Naja. Genau so ist es. Und das war tatsächlich ein massives Problem, weil du neben dem Negate und Destroy, ich glaube, auch noch in eine Baron auf dem einfachsten Weg gehen konntest. Und das war zu viel des Guten. Ja. Deng Long auf 1, für einen kurzen Moment gab es einen Aufschrei und dann war es irgendwie egal. Ja. Und Reichhardt auf 1 hat dem Deck nicht wirklich wehgetan. 0,0, aber absolut gar nicht hat es interessiert. Ja, also die Bandits war, glaube ich, einfach nur, dass Super Heavy gekillt ist und das war es halt auch schon. Ich glaube, viel mehr war da nicht. Hier, Naturia Heiliger Baum, der ging auf 1 und köstlich Poli Erinnerung. Die beiden gingen auf 1. Ja, stimmt, Secretary ging auf 1. Da haben sie damit Runik Naturia gekillt. Genau, und ansonsten ist ganz viel passiert, was irgendwie keinen interessiert hat. Ein bisschen Himmelsee, also Skystriker-Zeug ist zurückgekommen, Sprite-Starter auf 2, who cares? Und das Einhorn auf 2. Aber das war eine sehr, bis auf die Bans und die Limits, war der Rest sehr, sehr überschaubar und fast uninteressant, würde ich sagen. So, gehen wir doch mal weiter in das Jahr. Und zwar jetzt. Okay, ich möchte, dass ihr euch alle nochmal hier versammelt. Es ist der 2. Juni gewesen. Ich weiß nicht, wo du warst, aber ich habe auf jeden Fall ein Erdbeben gespürt, als der 2. Juni die Märkte aufgemacht haben und das Set verkauft wurden. Und da war ein Mann mit rotem Schopf, früher auch bekannt als der Donnerdrachengott. Er hat einen Schrei durch die Welt gelassen. Es klang ungefähr... hat man so in der Ferne gehört. Und man wusste... Okay, wir haben einen Fehler in der Matrix. Was ist da denn los? Er ist rein, hat sämtliche Verkäufer in dem Müllermarkt einhändig umgebracht, hat dann alle Boxen von Yu-Gi-Oh! Wild Survivors mitgenommen und diese zu Hause aufgerissen, bis er sozusagen seine Infinity Stones zusammen hatte. Natürlich rede ich von Lukei Todes, seines Sternzeichens moderner. Wie heißt das Deck nochmal? Ich habe den Namen von dem Park, hab gerade vergessen. Vanquish Soul. Richtig, moderner Vanquish Soul. Gott. Ja, wir haben Wild Survivors haben wir am 2. Juni bekommen. Hat uns ein paar neue TCG Exclusive Archetypes mitgebracht. Darunter war Vanquish Soul. Was war denn noch alles drin? Hier, das Hungry Burger Deck Thema Nouvelle. Ah ja. Toll. Hat einen Grund, warum ich es vergessen habe. Random Dino Support ohne einen besonderen Namen. Also die wichtigste Karte war Ground Xeno. Okay, ja, ich sehe es gerade. Ich hab gerade hier nochmal das Set vor mir offen. Also, leck mir am Arsch, das Set war echt scheiße. Da ist ja. Unfassbar scheiße. Ja. Also, Wild Survivors hat nochmal basically Dino Support gehabt.
ich habe keine Ahnung, ich sag's wie es ist. Ich habe nichts von Dino gehört. Ich glaube, da war nur eine Karte arschteuer, Grauen Xeno. Da haben die ganzen Dino-Leute drauf rumgekorbt. Ja. Ich habe noch nicht mal auf dem Local-Level einen fucking Dino-Spieler gesehen. Also, nee, for real. Also, ich glaube wirklich, das Deck ist im Arsch, solange Miskov 1 ist. Dann haben wir Hungry Birder gehabt. Ich glaube, die haben einfach nur aus Gag gesagt, lass mal Hungry Birder in Collector's Rare reprinten. Und dann haben sie den Archetype rumgemacht. Also auch komplett irrelevant sein Vater, der Archetype. Und dann haben wir noch Vanquish Soul. Und da muss man auch sagen, da hat Konami das allererste Mal gezeigt, das sind richtige Bastarde da oben. Weil die haben so ziemlich jede Ultra Rare haben sie Vanquish Soul reingedrängt. Also, so ist es. Von 10 Ultra Rares, die es in diesem Set gab, sind 7 auf Vanquish Soul gegangen. Ja, also damals, wenn du Vanquish Soul spielen wolltest, nicht High Rare, hast du, glaube ich, für den Core irgendwie, was, 400-500 geblecht. Also, weil Vanquish Soul war arschteuer, war wirklich arschteuer. Und viele haben gesagt, boah, das wird richtig gut. Weil, guck doch mal Richtung Amazing Defenders, Puri liest doch auch Meta. Da wird Vanquish Soul exakt dasselbe Schicksal erleiden. Ey, so krass, wirklich. Ja, ja, Sali, ich sehe es gerade im Chat. Genau, Konami absolute Horus-Söhne. Ja, ja, absolut. Und das war... Das Set war mit und ich muss halt auch sagen, ich finde bis heute tatsächlich Vanquish Soul kein gutes Deck. Könnt ihr mir gerne sagen, was ihr wollt? Ich bin kein Fan von dem Deck. Also hat mich nie so begeistert. Für mich war die Wincon bisher nur There Can Be Only One von dem Ganzen. Vielleicht liege ich auch falsch hier. Ich, also keine Ahnung. Ja, Artwork's geil. Brauchen wir nicht drüber reden. So, da sind auf jeden Fall ein paar coole Dinger dabei. Aber ja, hat mich irgendwie nie so richtig gejuckt. Also keines der drei Deck-Themen. Wobei Hungry Burger war irgendwie witzig. Aber ey, Alter, die Namen unaussprechbar. Keine Ahnung. Also ist eh schon, Yu-Gi-Oh! Ist kompliziert genug. Da muss ich nicht schon beim Namen strugglen. Ja, Wild Survivors ist, auch, glaube ich, auch nicht gut gealtert. Also Vanquish Soul ist mittlerweile auch im Preis alles gut gedroppt. Ground Xeno ist, hat sich stabilisiert bei um die 20 Euro. Ja, keine Ahnung, und reprint-technisch war da jetzt auch nicht so, ja, okay, das ganze Dino-Zeug war drin, wo man in die Hände klatschen kann und sagt, ey, ich freue mich über cheap shit, aber ansonsten kann man das Set, glaube ich, gut überspringen. Ja, und dann gehen wir nochmal eins weiter. Das nächste Set, was danach rauskam, war Battles of Legends Monstrous Revenge. Und da hat Konami etwas gemacht, was tatsächlich dieses Jahr sehr, sehr geil geprägt hat. Und zwar, wir haben wieder ein Battles of Legends Set bekommen. Die Dinger sind eigentlich dafür bekannt, dass sie mehr oder weniger Rarity-Bumps sind, sind Reprint-Sets, wo du Sachen dann billiger bekommst. Und Konami hat mit diesem Set die Quarter-Century-Rare-Spawns mehr oder weniger eingefügt. Jetzt mal hier diese Blue-Eyes-Box zur Seite, das Ding. Damit haben wir tatsächlich spielbare Karten in Quarter-Century-Rare bekommen. Und das war saugeil. War da irgendwas Nennenswertes gerade drin? Ich gehe gerade die Box durch. Eigentlich nicht so krass. Also ich gucke, ob was Neues Interessantes drin war. Also ein OCG-Import-Angriffssynchron war, glaube ich, ein Import. Ach so, hier, Dualität und Schattenlicht, die beiden Karten. Dualität ist auch gut gealtert auf jeden Fall. Kostet ein paar gute Euro. Und der Rest, klar, was cool war, jede Menge, ich sag mal, Staples in Secret Rare einfach bekommen. Nochmal, also beziehungsweise ein Reprint von Zeus, IP Mascarina, Schwarzes Loch, Landformen, Super Poly, Buch der Mondverfinsterung, wie heißt die, Book of Eclipse. Die war zu dem Zeitpunkt eine sehr, sehr wichtige Karte, genauso wie Book of Moon, weil man natürlich das ganze Kastira-Zeug immer schön face down flippen wollte. Also das war auf jeden Fall eine sehr guter Reprint und eine sehr, sehr interessante Meta, in der wir uns zu dem Zeitpunkt befunden haben. Klar, Engage hat ein neues Artwork bekommen, was sehr geil aussah. Und ansonsten, boah, ich flieg da jetzt nochmal drüber, aber das war's auch, glaube ich. Achso, hier, Reprint, nee, warte mal, doch, hat, warte, ich sehe hier eine Karte, haben die anderen auch? Warte mal, Reprints von der Brave Engine, oder war es nur eine Karte? Punk Engine, Punk hat Reprints bekommen? Nee, Brave war komplett drin, Brave war komplett drin. Ah ja, ja, da kann man sich doch drüber freuen. Ja, also, das war, aber ich glaube, das Wichtigere ist vor allem, dass halt damit die Quarter Century Spawns hier ins TCG reingebracht haben. Und wo ich sagen muss, ich liebe Quarter, ich liebe die Quarter Century. Bei mir ist es mittlerweile so, ich habe fast mein komplettes Side-Deck geupgradet. Also, in meinem Side-Deck spiele ich gerade aktuell, wenn ich geht, irgendwie so 13 Quarters. Einfach nur, weil ich die Rarität so hart feiere. Also, es sieht wunderschön aus. Basically ist Quarter Century, wie heißt es, Starlight inbezahlbar.
Ja, so ist es tatsächlich. Und mein Tipp immer noch, checkt mal die ganzen Quarters aus. Vor allen Dingen jetzt in, warte mal, wo kam das ganze Zeug raus, wo so viele Quarters drin? Achso, 25th Anniversary Rarity Collection, klar. Da auf jeden Fall mal auschecken und gucken, entweder für den Sammelbinder oder Investmentbinder. Das ist auf jeden Fall, da ist Zeug dabei, was ich glaube mal, man für wenig Geld, glaube ich, gut investieren kann und vielleicht in wahrscheinlich eher ferner Zukunft ein gutes Geld bringen könnte. Und weil ich es hier gerade nochmal im Chat lese, nochmal ganz kurz zur Brave Engine. Richtig, die Continuous Spell, Fateful Adventure, ich glaube, so hieß die. Die war nicht mit drin und genau aus dem Grund ist die dann auch von um die 2, 3 Euro direkt auf 12, 13, 15 Euro geschossen. Ja, stimmt, die ist richtig teuer geworden, das ist true. So viel dazu. Und wer aus irgendeinem Grund hat auf einmal gesagt, jupp, ich gehe jetzt einfach mal. Das heißt, dieser Podcast von Justin Mermaid wird jetzt ab sofort ein Soloflug sein. Ach nee, da hat der Werte her schon zurück. Schade, ich wollte jetzt gerade mein Ego entfalten hier als Soloprojekt von Justin Mermaid. Aber gut, man muss ja meinen Platz an der Sonne wieder teilen mit euch. Schade. Anyway, wir gehen einfach mal weiter. Auf jeden Fall sehr, sehr gutes Reprint-Set. Dann haben wir als nächstes im Quartal Nummer 3, im 14. Juli. Leute, wisst ihr noch damals? Legend of Blue Eyes White Dragon. Ja, yeah, cool, ne? Invasion of Chaos, Metal Raiders, Pharaoh, Servant, Spell Ruler, Duelist. Fuck it, nächstes Thema. Okay, ja. Okay, ja. Ich glaube, wir haben beide schon eben gerade ausführlich gesagt, wie ja, absolut die Schnauze voll, wir von diesen alten, sehr, sehr alten Karten haben. Ich glaube, wobei auf der anderen Seite muss man halt sagen, dass wahrscheinlich für den einen oder anderen Gold-Spieler da schöne Reprints dabei waren. Okay, so, danke dafür. Ja, exakt. Okay, dann kommen wir zu den richtig wirklichen Themen, wirklich wichtigen Themen. Und zwar, wir haben, warte, am 24. August haben wir eine Battle City Speed Duel Box bekommen. Yeah! Also, Leute, hier, wir reden über die richtig wirklich wichtigen Themen hier. Haben wir sonst noch irgendetwas? Und zwar, wenn man es auch nochmal... Ja, also ich glaube... Ja, es gab ein paar Speedwell-Produkte, die dieses Jahr rausgekommen sind, aber gefühlt, ich glaube, zu Ende 22 war Speedwell irgendwie noch... Also wurde zumindest thematisiert und im Jahr 23 wurde es dann irgendwann nur noch weniger und ich weiß nicht mal mehr, ob es überhaupt noch auf Nationals oder YCSs überhaupt noch angeboten wird. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Aber ja, Speed Duel. Keine Ahnung, wie lange Konami das Ding noch aufrecht erhält. Können wir auch noch mal kurz drüber quatschen. Dich interessiert ja Speed Duel absolut gar nicht, richtig? Null, absolut gar nicht. Ich glaube, für Speed Duel ist ein so Kollege Schattenspieler hier der Typ. Also ist auch irgendwie der einzige Mensch, den ich kenne, der es auch privat spielt. Also ich kenne sonst niemanden. Ich glaube, das spielt er mit sich selbst auf irgendwelchen Events. Ja, und Lucien Hauer, Shoutout gehen an dieser Stelle raus. Der hat aber auch, glaube ich, irgendwann Anfang diesen Jahres mit der ganzen Nummer irgendwie aufgehört, denn ich habe schon länger nichts mehr von ihm gehört, was in Sachen Speed Duel irgendwie. Hat er nicht bei dir irgendwie auf Discord eine Zeit lang da auch Locals veranstaltet? So ist es, war sehr, sehr aktiv mit einer aktiven 10-Mann-Community. Ich würde sagen, die größte Speed Duel-Community Europas. Ja, es waren alle 10 Spieler, die es gab, irgendwie sowas. Ja, okay. So ist es, auf Meisterschaften waren auf jeden Fall die meisten, also ich glaube, die Deutschen und ich glaube, die Belgier, die waren mit am meisten vertreten. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dank Lucien und dank dank des Discords. Aber ja, keine Ahnung, ich glaube, die Nummer ist durch, keine Ahnung. Lass es bleiben, Konami, keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht, weil ja, in der Theorie können sie natürlich, das ist im Endeffekt einfach nochmal Yu-Gi-Oh! In einem neuen Format. Also im Endeffekt verkaufen sie die bereits vorhandenen Karten mit einem Speed-Duel-Stamp einfach nochmal neu mit einer Verzögerung von circa 15 Jahren. Das heißt, sie machen irgendwie nochmal Geld mit alten Karten, die sie in irgendeinem Keller gefunden haben und sich dann dachten, ups, was machen wir denn jetzt damit? Ja, stimmt. Cross-Duel kam auch, glaube ich, raus in dem Jahr, ne? Das Handy-Game. Das haben sie auch für die Session eingestampft. War super. Sehr schön. Warte mal, kam, Master-Duel kam letztes Jahr. Genau, Cross-Duel kam dieses Jahr. Genau, Master-Duel ist schon älter. Aber Cross-Duel wäre es übrigens kleiner Schwenk. Dieses Jahr hat Konami gedacht, komm, lass mal richtig fresh ein neues Handy-Game starten. Cross-Duel. War noch irgendwie nach drei Monaten wieder eingestellt, weil es keine Sau interessiert hat. Fand ich auch super. Ja, ich habe es tatsächlich sogar gespielt. Kurz mal einen Schwenk dahin. Das war, also grundsätzlich fand ich die Idee dahinter nicht verkehrt, mit dem vorhandenen Yu-Gi-Oh!-Kosmos etwas Neues zu kreieren und eine neue Spielmechanik reinzubringen. Hat allerdings absolut gar nicht funktioniert, ist beim Yu-Gi-Oh!-Spieler auch gar nicht angekommen. Ich glaube, da ist auch der Yu-Gi-Oh!-Spieler gar nicht empfänglich für. Wir sehen es auch an Master Duel, wie sehr noch über dieses sehr seltsame eigene Format gemeckert wird.
was man in Master Duel spielt. Und das war, ja, Cross Duel war auf jeden Fall ein mega Flop. Die haben, genau, so wie du schon sagst, so relativ früh, ich sag mal, neue Inhalte irgendwie eingestampft. Und dann war das, glaube ich, jetzt im September diesen Jahres, also ich glaube nach knapp 6 Monaten oder sowas, haben sie gesagt, wir nehmen die App vom Markt. Ab jetzt könnt ihr das nicht mehr spielen. Danke für diese Reise. Also selbst der Instagram-Kanal von Cross Duel, der offizielle Instagram-Kanal war, hat, glaube ich, 1.500 Follower am Ende gehabt. Eine Info haben wir noch. Und zwar Cross Duel war 2022 im November, September. My bad. Siehst du mal, wie dumm wir waren. Das muss ich mal kurz schauen. Bevor ich jetzt. Aber dann wurde es zumindest dieses Jahr, glaube ich, im September oder sowas eingestampft. Ich gucke nochmal auch auf Instagram parallel. Yes. It was announced, the game service would end on September 4th, 2023. So. Also, das nicht mal ein Jahr hat das Spiel durchgehalten und da haben sie es eingestampft. Da haben wir auch die Benachrichtigung bekommen. Also, 22 rausgekommen und 23 haben sie es eingestellt. Also. So, das ist natürlich passt richtig also schief gelaufen. Passt also noch hier in den Podcast rein. Super. Ja, also, so viel dazu. Dann haben wir das nächste, was wir auch schon hatten. Etwas, was kontrovers war, und mit kontrovers war, I don't know, was ich davon halten sollte, war die Megatin im Jahre des Herren 23. Wow, du bist gerade ziemlich zügig unterwegs. Warte, mach mal halblang, Bruder. Ich muss dich jetzt mal ausbremsen. Du bist mit einem Affenzahn unterwegs. Juli haben wir vergessen. Duel ist Nexus. Wir haben Soul Burning Volcano vergessen. Da kommt noch eine Banlist davor. Da ist auf jeden Fall ein bisschen was, worüber wir genau reden müssen. Ja. Und dann, bevor wir mit Duel ist Nexus weitermachen, kommen wir machen ja die OTS-Tournament-Packs, weil es gerade im Chat lese, OTS lass gut sein, da reden wir nicht drüber, scheiß drauf. Wir sprechen nochmal über die deutsche Meisterschaft. Die deutsche Meisterschaft, okay. Das Event des Jahres für jeden deutschen Yu-Gi-Oh!-Spieler, für jeden deutschen Yu-Gi-Tuber. Ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern. Wie war es für dich gewesen? Deutsche Meisterschaft? gute Frage. Warte. War die deutsche Meisterschaft der Punkt, was habe ich denn da gespielt? War das etwas? War Dortmund. Wir waren zweimal in Dortmund. Es gab auch die YCS Dortmund, du Fisch. Ja, da war ich nicht mit bei. Okay, warte, nee, YCS Dortmund habe ich verschissen. Da bin ich mit Draco Slayer rein, das weiß ich noch. Und dann bin ich zur deutschen Meisterschaft. Moment mal, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich bin gerade komplett doof. Wahrscheinlich wissen die Leute da draußen, wenn mich gucken, eher, was ich gespielt habe da. Nee, I remember. Ich war auf der deutschen Meisterschaft, bin ich mit Scareclaw unterwegs gewesen. Jetzt erinnere ich mich. Und ich habe aufs Maul kassiert. Scareclaw ist ein sehr gutes Deck. Kappa. Das war das auf jeden Fall und lief bei mir so mittel. Ich glaube, war das nicht auch, wo Eradicator im Feature-Match ausrasiert hat, wo Dinka Eradicator gegen Tom Kleinegräber resolved hat und die komplette Hand rausgerissen hat? Ja, das war die deutsche Meisterschaft. Ja, ich glaube, ja. Oh, geil. Yugi ist toll. Genau so, ja. Also, ja, das ist, glaube ich, noch so meine Erinnerung von damals gewesen. Und war das nicht auch die deutsche Meisterschaft? Naja, sagen wir mal so. Bei unserem Kollegen Schattenspieler startet jetzt gerade eine YouTube-Serie bei ihm auf dem Kanal. War das nicht da, wo wir das... Haben wir es nicht da auf der deutschen Meisterschaft aufgenommen? Ja, und zwar, ja, das ist 6 Monate her. Genau, jetzt startet die Serie. Shoutouts gehen raus an Schattenspieler. Wer den Beginn der Serie noch nicht gesehen hat, der hat jetzt noch alle Zeit der Welt, denn er lässt auf Folge 2 warten. Maurice, falls du das hörst, hau die Dinger raus. Ich will sehen, was passiert. Warst du nicht dabei? Nee, du bist nicht mehr dabei gewesen. Nein. Was? Doch, bei der Meisterschaft war ich dabei. Und ich auch bei dem Ding war ich dabei, klar. Stimmt, also, du bist auch reingelaufen. Ja. Du hast es ja als ein Fanpost-Opening gemacht. Ja, stimmt. True. Ja, du weißt doch, du warst doch dabei. Musst du wissen, wie es abgelaufen ist? Ja, aber ich will die Videos jetzt endlich online haben. Maurice, hau raus die Dinger. Mann, ey. Ja, naja, du kennst doch sein Upload-Schedule. Maurice lädt ein Video die Woche hoch. Oh, Mann. Ich überlege gerade, womit ich auf der deutschen Meisterschaft unterwegs war. Warte mal, ich gehe mal kurz in mein Video. Ich war mit Trap Tricks unterwegs. Wow. Und habe sehr, sehr beschissen performt. Ja. Ja, so ich habe von 11 Runden 9-mal den Würfelwurf verloren. Und das mit Trap Tricks, das war auf jeden Fall schon eine Hausnummer. War das daran nicht auch das, erinnern, wo wir uns gegenüber saßen an dem Tisch mal? Ja, tatsächlich. Ja, und dann wurde gerepaired. War das nicht irgendwie so? Also, ja, also ich weiß noch, wir saßen mal am selben Tisch sogar. Ja. So. Ja, aber auf jeden Fall wild. War eine wilde deutsche Meisterschaft. Stimmt, das gab es auch, ne? Runde 1 haben sich alle hingesetzt, dann Repairing. Dann nochmal Repairing. Ich glaube, es war das 2-mal Repairing in dieser Runde und so. Das war. Das war doch kurz nach dem Battles of Legends oder so. Ne? Da war Battles of Legends. Ja, das war auch vor allen Dingen, da kannst du mal ein bisschen auch erzählen, so quasi, ich glaube,
unsere beide, die, also für uns beide die zweite deutsche Meisterschaft, ja, wo wir auch schon länger im YouTuber-Kosmos unterwegs waren. Und wie hat sich's für dich Ja, vielen Dank für die Frage. Finde ich super auf jeden Fall schon mal, wenn bei ihm jetzt hier so das Internet ausfällt. Ich hoffe jetzt mal, dass es von seinem Ende ist und nicht von meinem Ende. Aber was willst du mal sagen hier in der Chat? Dafür bin ich ja da, um die Show jetzt nochmal versuchen zu retten. Ich klicke jetzt nochmal hier alle Buttons, ob es bei ihm ist. Nein, es ist definitiv bei ihm das Internet, was ausgefallen ist. Ich komme noch auf YouTube drauf, also da kann ich jetzt auch nichts für. Für alle, die jetzt diesen Podcast sich noch live gönnen, nebenbei hier auf YouTube und die gerade auch mit dem Stream mit dabei sind. Also er hat mich jetzt gefragt, was war so für mich mein Erlebnis im Jahr 2023? Wie war es für mich auf der deutschen Meisterschaft so als YouTuber? Naja, im Endeffekt war das Ganze für mich ein sau geiles Gefühl, weil ich glaube, da waren wir jetzt auch schon wieder länger drinne in dem ganzen Event und wie soll ich sagen, es war sehr, sehr strange. Mehr Leute haben einen erkannt, mehr Leute wollten Autogramme von einem haben. Also ich habe 0,0 damit gerechnet, damit es halt so abgelaufen ist, wie es für mich abgelaufen ist. Also dass so viele Autogramme wollten, so viele Fotos mit einem haben wollten, fand ich schon, naja, crazy. Aber ja, ich kann es bis heute immer noch nicht fassen, dass irgendeiner Autogramme von mir möchte oder von ihm möchte. Oder irgendwas Fotos mit uns haben möchte. Ich verstehe es bis heute nicht, aber hey, die Leute gibt's. Wie war es denn für dich so? Genauso. Also das war, da habe ich zum ersten Mal so richtig, keine Ahnung, wie sag ich, ich konnte so ein bisschen Beyoncé nachvollziehen, die keinen Schritt laufen kann, ohne erkannt zu werden. Beziehungsweise ohne nicht erkannt zu werden. Ja, war auf jeden Fall wild. Also ich hab's aber auch mega gefeiert. Also nicht, weil ich mich guck mich an. Hast du auch dann Leute beim Pissen high-fived, oder? Hi, ich bin Diet. Kommen sie auf dich zu? Diet, high-five beim Pissen und sowas, ne? Ja, genau so. Nee, also nicht, weil ich mich selbst toll. Ich weiß gar nicht, wie ich es gerade sagen soll. Es hat mir einfach Spaß gemacht, mit der Community so in Interaktion zu treten und irgendwie zu quatschen draußen bei einer Bratwurst oder sonstiges. Irgendwie mal eine Runde über Yu-Gi-Oh! Zu quatschen und irgendwie mit den unterschiedlichsten Personen irgendwie in Kontakt zu kommen und. Also ich fand es mega, mega geil, hat wirklich Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf jeden Fall auf die nächste deutsche Meisterschaft. Und genau, weil ich ja auch gerade im Chat lese, ich habe zu dem Zeitpunkt mit einem Trap-Tricks-Spieler, der Top 32 gegangen ist, ein Deck-Profile aufgenommen. Der hat wirklich basically dreimal das Structure-Deck gekauft, ein paar Meta-Staples reingeworfen, denn alles war Low-Rarity in diesem Deck-Profile. Und das war der gute Julius. That's my Nachname Dankes. Irgendwas mit Schwarzkopf. Sorry. Schwarzkopf. Genau, und der hat dann jetzt gegen Ende des Jahres die YCS in, wo war sie? Auch hier in Deutschland, oder? Ja, war ja, nicht nochmal YCS? Irgendwas hatte gewonnen, YCS, ich weiß nicht mehr, wo das war, ja. Genau, hat eine YCS gewonnen und in Dortmund. War das Dortmund? Ja, ich war sogar dort, lol. Genau, und zwar mit einem weiteren Pflanzeninsektendeck, und zwar mit Rika. Shoutouts gehen an dieser Stelle raus. Wer hätte das gedacht? Mega, mega starke Leistung auf jeden Fall von Top 32 Trap Tricks zu Platz 1 mit Rika. In einem Format, wo gefühlt alles gewinnen konnte, hat er sich mit Rika durchgesetzt. Respekt dafür auf jeden Fall. Aber ja, unsere deutsche Meisterschaft, also ja, für uns ist es einfach ein Klassentreffen. So. Ja, ja, definitiv, so kann man das auch ausdrücken. Es ist halt wirklich so, vor allem von YouTuber. Wir freuen uns halt auch, alle unsere Freunde zu treffen. Und also in erster Linie, ich muss halt auch sagen, wenn ich auf so ein Event hingehe, ich scheiße drauf, wie ich performe. Ich möchte im Endeffekt einfach nur Leute kennenlernen. Ich möchte Footage haben wie ein YouTube-Video, muss ich jetzt halt auch mal sagen. Da gehe ich rein. Aber in erster Linie, Kontakte knüpfen, Leute treffen. So einfach ist es. Also ja, definitiv. So, weil wir beide sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass wir gut sind in diesem Kartenspiel. Also, wir haben uns vorhin beschwert, dass wir keine Decks spielen wollen, die viele Leute spielen. Genau. War stets bemüht, würde auf dem Zeugnis stehen. Ja, ja, definitiv. Also da fallen wir definitiv in der Kategorie rein. Also ich muss es auch sagen, ich habe meinen kompetitiven Anspruch an mich komplett verloren. Also ich habe gar keinen mehr, muss ich jetzt halt irgendwie gefühlt sagen. Vielleicht mal auf Logis hier und da, aber ansonsten, ne, komplett raus. Ja, ich will zumindest immer positiv aus so einem großen Event rausgehen. So, egal mit welchem Deck, Hauptsache positiv rausgehen, so, das ist irgendwie das Mindeste, ja.
Ich habe aber richtig krass verkackt. Also bei der deutschen Meisterschaft, das war eine Katastrophe. Ich habe schlechter abgestellt als bei der YCS in London. Und es war schon auf jeden Fall, ja, teilweise echt schlimm verkackt. Egal, ja, keine Ahnung. Lassen wir es. Du bist so, Nexus. Waren wir schon, sind wir jetzt schon bei Dune? Okay, okay, dann Dune. Dune hat im Endeffekt auch nochmal Support rausgebracht für unsere Manadium-Spieler. Und zwar haben wir nochmal eine weitere Kugel bekommen. Wir haben einmal Torret dazu bekommen. Für Duelist Nexus. Wir haben auch den Revolution Synchron, war das mit drin, was wir rausbekommen haben. Wir haben auch ein Debüt gehabt, eines komplett neuen Archetypes, beziehungsweise eines normalen Monster, neuen Monster-Types, und zwar Illusion mit dem Chimera-Kram. Hat sich auch direkt in die Meta reingeschleudert mit Branded Chimera. Dann haben wir noch weitere gefolgt, den nächsten Frühling von Infernoble. Infernoble war erst ein Tier 1-Deck, hatte die Hand geloopt, dann wurde es gekillt. Dann wurde Infernoble nochmal aufgepumpt mit neuem Support, auch alles in sehr, sehr schön teuer. Und, well, wurde wieder gekillt. Aber das ist eine andere Thematik. Dann haben wir nochmal Support bekommen für Unchained, was das Deck auch direkt in die Meta reinkatapultiert hat mit Yama, Shavara und Shaiyama. Ansonsten, also lasst mich nochmal hier kurz alles durchgehen, ob wir sonst noch irgendwas haben. Aber ich glaube, das war eigentlich auch schon so ziemlich der interessante Part. Nee, was labere ich da? Die absolute Tier-Null-Strategie hat auch sein Debüt dort gefeiert und ich habe das Deck sogar hier. Ich rede von Tristina. Danke für diesen TCG-Exclusive. Yes. Bin ich ein großer Fan von Tristina. Also dieses Deck ist so richtig schön scheiße. Ich habe das Deck da, ich habe es geplaytestet. Oh, und was ich auch noch sehe, ist, wir haben eine Karte bekommen. Crimson Dragon. Ganz tolles Ding. Ne? Finde ich super. Oh ja, vor allen Dingen war dann so 2-3 Wochen lang war... Alles war Calamity. Wirklich, alles war Calamity. Alle wollten Calamity beschwören. Egal, was du für ein Deck gesehen hast, so alle haben auf Biegen und Brechen versucht, Calamity irgendwie aufs Spielfeld zu klatschen. Das war tatsächlich schon Krampf. Zum Glück ist das Ganze auf irgendeinem, also auf natürliche Art und Weise rausrotiert, weil natürlich alle mit Roll und Lockbirds um sich geworfen haben. Und somit war das Ganze dann irgendwann relativ schnell auch wieder, ich sag mal, nicht mehr so das Thema. Klar, Calamity rennt immer noch durch die Gegend, brauchen wir nicht drüber reden, aber zumindest ist dann der Hype ein bisschen weniger geworden. Und neben dem Illusion Monster-Type, den wir erhalten haben, gab es ein neues Collectible, nenne ich es mal. Konamis verzweifelter Versuch, uns Collectibles an den Hals zu werfen. Ja, alternative Arts oder keine Ahnung was. Der Konamis Versuch, irgendwas mit den Glitzerkarten zu machen, um uns die irgendwie anzudrehen. Und zwar Magicians of Bonds and Unity. Eine Karte, die es in Duelist Nexus das erste Mal gab. Die haben sie ja danach weiterhin, glaube ich, geführt. Ne? Die haben, glaube ich, in jedem Set haben sie Magicians of Bonds and Unity reingeknallt. Nur diesmal ist halt jedes Mal, glaube ich, die Font andere Farbe oben drüber und das war es halt auch. Geiles Produkt, Konami, wirklich. Genau, die Karte wird super. Die Karte wird es, glaube ich, viermal geben, wenn ich mich nicht irre. Ja. In jedem der darauffolgenden Hauptsets einmal und zwar genau mit einem anderen, also der Hintergrund wird andersfarbig sein. Bei Duelist Nexus war er grün, dann ist er blau, dann ist er rot, dann ist er gelb. Wow. Ja. Und am Ende hat man alle vier zusammen, freut sich, dass man vier gleiche Karten in unterschiedlichen Farben hat. Keine Ahnung, was das soll. Ja, also nervig. Und es sind wieder Zauberer, Magicians. Wow. Crazy, absolut. Aber abgesehen davon, ich glaube, am meisten Impact davon hatte erstmal hier der Infernoble-Kram. Dann haben wir, da Purili hat auch nochmal Support bekommen. Also, Duelist Nexus war schon Hammer. Also, es war nicht so krass mit Staples voll, muss man auch sagen. Aber du hast da halt für einzelne Archetypes extremst kranken Support gehabt. Du hast halt einmal, also, was war das? Dark Corridor für Dark World. Crazy Karte. Absolut crazy Karte. Ja. Das ist eine Custom Card. Ich glaube, das Einzige, was es noch geht, ist, wenn diese Karte nicht once per turn wäre. Aber dann wäre Dark World wahrscheinlich das beste Deck, was jemals geprintet worden wäre, muss man also sagen. Ja. Dann haben wir Revolution Synchron, hat auch sehr viel gepusht. Du hast aber hauptsächlich hat Revolution Synchron so Play gesehen in diesen ABC, Therian, Machine, Good Stuff, Discard, Brave Zeug. Also so 60 Card Good Stuff hast du das Ding hauptsächlich reingeschmissen. Dann haben wir noch, wie gesagt, hier den Crimson Dragon, der bis heute Bullshit nur macht, muss man das auch sagen. Dann Manadium hat seinen Support bekommen mit Torret, dann haben wir noch Visas dazu bekommen. Also da war für bestimmte Archetypes mit Crazy drin und aus irgendeinem Grund hat Konami auch gesagt, wisst ihr, was auch nochmal richtig Support braucht? Richtig, Runik. Also, da ist Slide, I don't get it.
Und ja, dann haben wir nochmal das Rang 2er Monster für Purelli mit drin und dann hört es eigentlich auch schon auf, glaube ich. Alter Geist Support war noch drin. Ja. Und aufgepasst, die erste Karte für den neuen Lore und das neue Deck-Thema ist Simple Spoil. Ja, ja. Genau, richtig. Die war da mit drin. Geht aktuell um die 7 Euro über Market. Spielt man maximal als One-Off in der puren Variante und ansonsten eher, ja, irgendwie schon interessant, aber auch, keine Ahnung, ich sag mal so, da warten wir auf das richtige Format. Ja. Ja, so viel dazu. Das war jetzt eigentlich dann auch schon Duelist Nexus. Dune war krass. Dune war wirklich krass. Ja, im Nachgang schon. Da war wirklich, ich sag mal, keine generische Trap oder Spell, die sowas wie Triple Tactics Thrust. Aber all der Support für die einzelnen Deckthemen rauskam, der hat die Deckthemen wirklich sehr, sehr gut supportet und eigentlich das gemacht, was man sich von einem Support für ein etwas älteres Deck wünscht. Genau, genau. So, gehen wir jetzt zum Megatin. Soulburning Volcano. Ganz kurz und knapp. Scheiße, wartet. Nein, ich spiele Volcanic spiele ich. Sorry, das Set war maximale Scheiße. Klar, die ganzen Salamence Great Spieler freuen sich. Okay, Ghost Rare, Sunlight Wolf, oh wow. Jetzt dreht gerade hier, wie heißt die Karte, der Salamence Great Raging Phoenix durch, weil alle natürlich Feuersupport, bla 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 bla. So. Volcanic, bla 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 bla. Und hier Battling Boxer, keiner hat's interessiert außer Ehren. Shoutouts gehen raus. Also, ich bin erstens dafür, dass wir jetzt erstmal in die Kommentarsektion von unserem Herrn DTV gehen und ihn überall als Croton betiteln. und zwar, ich gebe dir beim Großteil recht, aber ich muss am Anfang sagen, ich habe mir Volcanic, ich spiele ja selber gerade aktiv Volcanic. Und ich habe das Deck wirklich für maximal scheiße gehalten. Ich habe es wirklich für ass gehalten. Dog Breath, wirklich unplayable. Und jetzt spiele ich, aber seit 2-3 Wochen spiele ich Volcanic und das Deck ist tatsächlich geil. Natürlich, du musst halt 600 Euro in Engine nochmal ausgeben, dass es funktioniert, aber ansonsten ist geil. Mann, da war nicht mal irgendwas Gutes an Reprints drin. Die haben wirklich einfach bei, ich meine, bei Legendary Duelist Duels from the Deep im Jahre 2022 haben sie halt Droplet reingeschmissen, ne? Genau, da dachten sie sich, ey, Wasserset, so Droplet, das macht irgendwie Sinn. Aber hier ist ja nix, gar nichts. Nada, niente. Klar, du kaufst dir 3 Booster-Displays und kannst wirklich jedes der dort enthaltenen Decks einfach Full Power spielen. Klar, ohne generischen Support und ohne Handwraps, weil die haben keinen Reprint erhalten. Keine Ahnung, Mann. Ich weiß, ja, ey, alle Volcanic Enjoyer, go for it. Gönnt euch, folgt dem Kult von Nipska. Ja. Gebt aber vorher bitte 500 Euro für die Sinful Spoil Engine aus. Hallo, nein. 300 Euro für die Sinful Spoil und nochmal 200 für Horus. Auch nochmal bitte. Sorry. Ja, my bad. Also, ja, so viel. Ja, okay. Jetzt so im Nachhinein, ich verstehe, was du meinst. Gut. Dann haben wir einmal das hinter uns. Dann kommen wir, glaube ich, zum Megatin. Halt! Das war nun Part 1 von Draws the Main. Wenn du Part 2 hören möchtest, dann klick auf den Link entweder unten in der Kommentarsektion oder im Titel. Ihr kennt den Deal. Dann kommt ihr auf meinen Kanal und dann könnt ihr euch Part 2 von Draws the Main reinkönnen.